So, kriegen wir heute ein vernünftiges Spiel hin. Eins vielleicht. Die letzten Spiele waren leider gar nichts. Das war leider nichts. Ich bin echt nicht sicher, warum der Troll so schlecht gefarmt war. Der hat so einen guten Start, der hat 5000 Networth nach 10 Minuten. Und hat es dann irgendwie gar nicht geschafft, ins Game zu kommen. Gerade noch die Spieler, das Sand King-Spiel. Da war ich auch der Einzige, der ein gutes Spiel hatte, tatsächlich. Obwohl sie oben getrylaned haben und ich allein auf der Offlane war. Und heute gehen die ganzen Spiele, so denkst du mal so, was, aber, Jungs, aber. So läuft die ganze Zeit. Ich war so, wollt ihr mich auch? Nee. Aber, nee. Vielleicht, nee. Naja. With this lineup we can easily pick all the runes, I guess. SPO Abgo meinte, der hätte keine Last Hits. Das stimmt überhaupt nicht. Denn nach 10 Minuten hat er 5000 Networth gehabt. Nach 10 Minuten. Das ist ein super Start hatte der. Das ist einfach dann, wie er im Rest, im weiteren Verlauf des Spiels gespielt hat. Das lag an ihm selber. Der hat einen super Start und dann kannst du mit einem Troll da. Kannst du genug machen, wirklich. Es war einfach seine Entscheidung, wie er gespielt hat. Den besten Start. 30 seconds until Digital Sports. Naja, wurscht, konzentrieren wir uns auf das Spiel jetzt. Ich hab schon wieder das Falsche geskillt. Mir letztes schon mal passiert auf Klings. Gott, ist das peinlich und dumm. Erstmal ist das Geld weg, was jetzt weg ist. Und es fehlt mir halt. Keine Ahnung. Ich sehe irgendwie dieses Searing. Ich denke, jetzt skill ich Searing Arrows. So selten spiele ich jetzt Klings auch nicht. So, ey, das ist so dämlich. Dachte ich so, okay, jetzt. Ich brauche keinen Inverse, keine vorhergehende Situation. Skill ich Searing Arrows. Nee, skill ich Strafe. Wie so ein Vollhonk. Okay, let's keep him zoned from XP. He's. Sorry. Oh, we have to make a pull now. Creep wave with push now with two ranged. Erst damit tue ich mir so schwer, die Attack Animation so beschissen ist. Ich hätte auch viel effektiver. Das war, der andere habe ich jetzt ziemlich verkackt einfach. Naja, ob man das jetzt ein bisschen besser anstelle als diesen Start jetzt. Ist ja furchtbar. Maybe get a lane ward so we see where he is. When he's alone, we should constantly zone him. I'm gonna help bottom.
Mid tower taking damage. I'm going back, don't worry about it. But Storm is coming bottom, so be careful. I think he's invis. Mind he's mid again. Stop, please. I will give you salve, but come. Come on. Thank you. It's the least I can do right now. We can try to kill Storm, I guess. Yeah. If pretty big. Fudge is not here, I have silence and stuns. Just middle, coming bottom. No. So hat die Lars jetzt im Zweifelsfall ohne Searing Arrows zu machen. Bisschen besser den Pengu harassen. Nein, harassen kann. Looks like they have a one. Storm is missing. Maybe just grab the rune and we'll gank bot. He's mid again. Your middle tower is under attack. Can you drop a mid ward for me again? Your middle tower is under attack. Mid tower taking damage. Dominating. You could have just gone away. Yeah, that's true. And in the bottom, you should get at least a stick. I'm
Storm is going for the rune. You can catch him. Let's see what kind of trouble we can get ourselves into. Wahrscheinlich kommen mit ihren Laning-Entscheidungen nicht so klar. Okay, everyone is bottom. Keine Ahnung, was bei denen genau läuft. Aber es ist nicht gut. Krass jetzt. Erstes Bauer. Ich glaube, ich fange mit dem Diffusal an. Vision ist auch nicht besonders gut im Moment. Warum habe ich da nicht weiter angegriffen? Ich weiß nicht genau, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe, glaube ich, die Range. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Ich bin mir nicht mehr sicher, was. Can we get some stacks, maybe? Fuck, I'm sorry. Fuck, mein Was ist da denn los? Fische Patches behind him. Dude, Maz, get a stick. Come. You do know your bottom tower is being attacked, right? Die Clarity weggeschossen. Oh, Vitalik, danke für den Host. Gleich haben wir 270 Zuschauer mitgebracht. Vielen Dank. Gucken wir, ob es heute wert ist. Wir hatten gerade vier furchtbare Spiele am Stück und das läuft jetzt auch nicht so gut. 11-6 liegen wir hinten. Na, schauen wir mal. Aber mit Klings habe ich eigentlich zuletzt sehr gute Spiele gehabt. Gucken, was wir da rausholen. Hoffentlich läuft es bei dir mir besser als bei dir. Hast du heute auch. Ich hatte vier absolut furchtbare Spiele. Aber mal gucken. Vielleicht läuft das wenigstens besser, wenn du jetzt ein paar Leute mitgebracht hast.
Martin Sepson schreibt ja noch, ja. Ping Bot. Ich weiß nicht, den Tower jetzt. Fresh Meat! Nicht so viel Mana, deswegen nutze ich jetzt mal meine Unseen Arrows nicht. Ich muss auch noch mal eine Creep Wave. Wenn ich das Diffusal dann fertig habe. Kann ich mal noch ein bisschen rotieren anfangen. Okay, jetzt hat sich da beinahe vertan. So, Curious ist gerade unterwegs. Na gut, ich habe 81 Last Hits, 46 Denials. Ich habe ganz guten Farm und ich habe jetzt den Tower geholt. Wenn ich jetzt mein Diffusal Blade fertig kriege, irgendwie eine Clarity reinzimme. Ganz viele Möglichkeiten. Hex ist ziemlich gut in dem Spiel gegen den Storm Spirit. Ah, hab ich ein bisschen gepennt gerade. Let no more couriers die with a stench of evil on their souls, as Dyer's has. Der hat nicht mehr viel Mana. Ich habe mich noch einmal beim Right-Klicken, als ich weglaufen habe, ich auf den Curry geklickt. Ich hab, bin ich noch aus dem Invis gleich wieder rausgegangen. Und hab's kills my magic engine. Das glaube ich einfach nur beim Movement-Klicken habe ich entweder auf den Gegner geklickt oder auf den scheiß Curry. Kein Mana, fuck. Just. Use a Bloodstone and ult him. If you ult and spear. Der viel zu lange gewartet, wenn er den hier ultiert. Mit Soul Ring, der ready war. You were silenced like 10 seconds after you could have ulted under the tower. Your middle tower is under attack. Dyer have fortified their towers. Can you wait for my inkswell and then run in? Ich glaube, ich gehe in dem Spiel als nächstes auf den Hex, obwohl Hurricane Park nicht, aber Dragonlance auch ganz gut wäre. Well, now he doesn't need it anymore. They would have needed it in the laning phase for sure. Light
Hallo. Hä? Geht der Shop mal auf? Danke. Ich glaube, hier unten mal versteckt, weil mein Ulti bald auf Cooldown ist. I can try to kill him. I got my silence. Hier noch irgendwo ist oder wäre. Nope. Den gefallen tut uns leider nicht. Unser coming soon. Na, ich baue keinen Deso in dem Spiel. Wo es auch immer ganz gut ist, ein sehr starkes Item. Aber in dem Spiel baue ich es jetzt mal nicht. Ich bisschen, weil ich das Hex höher priorisiere. Durch den Storm vielleicht und durch den Ember. Gegen Ember und Storm ist einfach so gut. Ich nehme jetzt jeden Kill mit, den ich kriegen kann. Idealerweise halt Ember oder Storm. Aber wenn ich einfach einen Kill kriege und dann oben den Tower verteidigen kann, nehme ich das auch mit. So, mal gucken, dass wir ein bisschen Space createn und ein bisschen Ruhe ins Spiel kriegen. Und da ist ein Kill immer eine gute Sache, erstmal. Aber wo immer ich nicht bin, fällt mein Team auseinander. Das klingt immer so ein bisschen. Manche denken mir so, als. Nach dem Motto, ich, weiß ich nicht. Klingt so ein bisschen eingebildet, aber ist halt echt so. Wo ich halt nicht bin, fällt mein Team gerade auseinander. Dann gehe ich irgendwo hin, wir schaffen was, dann verlade ich den Turm. Schon der Dead. Da haben sie einen Sentry. Müssen aufpassen, dass ich nicht einen weiteren Sentry laufe. Fuck. Uff, ausgelaufen. Und der nächste. Fuck. Okay. Fuck. Tja, irgendwann erwischt es mich dann doch. So. Vielleicht hier früher versuchen rauszuspielen, wo es halt auch gefährlich war. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich da erwischen, ehrlich gesagt. Hat kaum Farm bisher. Der hat nur einen Kaya. Ist alles okay im Moment. Der ist ziemlich gefarmt.
flesh is weak. Up on the top, there are multiple there. I'm on my way. Ach komm! Zu früh das Ziel gewechselt. We have Sentry here. Fuck. Careful, their vision here in the Sentry. Get back, get back, get back, get back from there. It's really bad. Please. Why do you stay there at their shrine where they have vision? Careful, they're coming top. Battalion of foes. Top tower under siege. Dire structures are fortified. Your top tower is under attack. What a pity. You've lost your top tower. Top tower under siege. Oof, super close. Just get out now, Storm's still around. Though he's low. Waren sie aber aufgeteilt jetzt, sehr gut für uns. Den Ember oben auch bekommen und den Ember habe ich ja bekommen, den Penguin sie bekommen. Gerade noch die Griefs rechtzeitig, um noch ein bisschen Zeit zu geben. Scheiße, dass wir den Storm nicht noch mitbekommen haben, das war echt knapp. I got Hex soon. The fights are much easier against Storm and Ember. Can we help mid? Ja, wenn er jetzt den Knight hätte, mit drei Leuten, die drumherum stehen und Damage machen. Das hast du manchmal in einem Spiel, wo er sich, Patch nur denied. Careful top. They're all respawning. Just get back now. Video game on the planet. Their vision here, careful. Where do you keep getting it? I'm not ready!
Oh, dammit. Aber, vielleicht drehen wir das Spiel noch. Ich habe nicht dran geglaubt und auch jetzt bin ich nur vorsichtig optimistisch. Aber ich habe ein gutes Spiel und vielleicht reicht es. On my way. Das ist der Ulti. Just pushing top tower. Bleib doch in der Nähe. Why don't you stay there, Willow? And help me. I died. I just TP'd back. Okay, then I'm just... Okay. Then I was confused. Maybe I thought you were close. Ja, die waren alle ganz knapp vom Sterben. Ich hab irgendwie gedacht, Willow wäre mit hier gewesen. Was war nur... Es war Grimm. Ja, ich habe Grimm mit Willow gerade verwechselt. Good job. So, BKB ist in dem Spiel ziemlich wichtig. Das ist mein Lieblingssupport, das ist Jakiro. Ich habe auch meistens ich auch einfach gespielt, aber irgendwie hat sich noch ein paar andere Sachen ergeben. Eigentlich wollte ich heute hauptsächlich Support spielen. Das war eben super knapp, wie die weggekommen sind, sehr ärgerlich. Na, ich brauche einen BKB. Can we defend this? Dire have fortified their guys. If enemies attacking your don't think we can. Oh, it's too late now. Only 100 HP. Man hat eigentlich den Last Hit bekommen. Your top tower has fallen. My mistake. You've accidentally destroyed the enemy's bottom tower. One's middle tower being attacked truly does send such a rapturous flowing through one's veins. Oh, what I think I have a sentry here. Sentry here. Your middle tower is under attack. Compound damage. Um die loszuwerden. Schade, dass dein Ulti noch 2 Sekunden auf Cooldown war. Yes, no ulti. Kill them, please. Thank you. Ja, dafür brauche ich halt das BKB. Just get the tower and get back after the tower.
Get back after the tower. Get out. Let Willow die. Okay, let him die. Go back, go back. Don't stand there. Go back, go back. Why do you stand there and wait? Just to feed. What the fuck? But you need to learn how to retreat. Noch doof rumstehen da wie so ein Schwachkopf. Guys. Like, you know, I'm gonna lose 3 people now. And they can push. We didn't need to lose more than one there. So can you stop this? Because if you do this again, we might lose base. They're doing Roche. I don't think we can contest it. Yeah, I have no ult. Don't die there. What happens after you die? My just reward. Also entweder Willow oder Mars hätten dann nicht sterben müssen. Also als allererstes der Mars. Der muss da nicht reinspringen. Und danach nicht Willow. Ups. Jetzt habe ich zu spät gecheckt, ich hätte einfach killen können. Danach. I'm on my way. Hat doch wieder Ult hier. Nicht ganz. Ich habe einen Skamp ist. Den habe ich ja noch nebenbei gekillt. Der ist noch reingelaufen. Der Patsch. Dachte jemand, wäre noch gestorben. Ach, der Pango habe ich hier hinten noch erwischt. Deswegen brauche ich das BKB. Man hat es ja ein paar Mal gesehen, wie wichtig das BKB hier gerade ist. Ember's bottom. I returned. But you might, yeah, you will get the Medivacs, nice. Get out now, good job, very nice. Wir gewinnen das Spiel, glaube ich, noch. Ich werde bescheuert. Da echt nicht dran geglaubt. Ein bisschen überlegt, das sind die Stats. Die Stats sind teilweise schon sehr wertvoll. Mit dem Ulti und ein paar anderen Sachen. Attack Speed. Mach's einfach mal so jetzt. Bei der 25 Multishot ist richtig gut in Teamkämpfen. Das ist total sick. Mit dem Ulti dann.
come over here. Komm, komm. Nein, sie müssen. Nicht in der Creep Wave stehen. Use Terrorize on them. Shadow Fiend can kill them. Nice, good job. Careful, they bought back. War das knapp? Kill it. Abandon now. Dieback from Ember. Sehr schön. Very well done, boys. And win this fucking game. Mit einsammeln, dann mal. Let's meet up bottom. I got ulti. And three still dead. Take the bot lane. Use BKB. Yeah. Wanna wait till this BKB is over. Und Multishot. Enemies bottom barracks demolished. Is under attack. Let's take the shrine. Ein bisschen zu lang gebraucht. Yeah, we took a bit too long. Schade, hätte die Huhnaufgabe hätte ich auch Buyback gehabt. So. Aber wir haben zwei Lanes und dann noch ein Tier 2. Das sieht ganz gut aus. We may forget Radiant's career, but we'll never forget. Ich finde, hier habe ich jetzt Buyback, falls ich es brauche. Okay, we can check Roche and then we go top.
attack the Aegis? I don't know. You wanna take it? You can take it. You also can take it if you want. I got a BKB. So I think I'm less likely to die. Just gonna pick up TP top and then let's take the last lane. Just be somewhat careful, we don't have buybacks. If we get a good ulti together with mine mask, then like, we should kill a lot of them. I have multi-shot now on my ult as well. Here I am. When the mid lane is pushing in, we should make a go. Or we just wait. Actually, guys, let's wait till our buybacks are like 1 minute of cooldown. Like when they're like 4 minutes of cooldown, then we still have like maybe a minute on the Aegis. Careful mid, you're alone now at the moment. Be careful mid, please. Gonna pick up the runes bottom. Sutherex, guide my arrows. My just reward. I'm gonna push in the top wave now. Bisschen zu langsam. Leider. Just attack now, so it doesn't matter. Yeah, we can go now. Hey, BKB has been used. BKB now? Yeah, that's a good opportunity to go top. You can just go in with Aegis, Mars ult. Hex.
guys. Just get out now, if you can. Get out now, so you don't die. Guys, if you die... What is it with you that you can't disengage? After we take any hit, plenty time to disengage. So, wie lange ist sie jetzt auf Cooldown jetzt? Dem fehlen 300 Gold. Dem fehlen 300 Gold. Eine Minute. Just try to spend them out. Yeah, the other two are missing 300 gold. They can't disengage and they can't save money. No, don't do that. We need you when the rest is respawning. Disengage gegen Storm und Ember ist ein bisschen schwer, aber sie haben es nicht versucht. Sie hatten auch Möglichkeiten. Das ist nicht so, dass. Just fear them away. Yeah, because you can't disengage. It's embarrassing. Guys? Yeah, maybe we still. We're gonna end it? I think so. Bye back. Oh, goddammit. GG. God damn it. Quit boys, save the game. Wir haben nicht gewartet haben, weil das Aegis auslief. Aber vielleicht wäre es die bessere Wahl gewesen. Das ist halt so eine Sache. Aber wir hatten auch trotzdem die Rex bekommen und hätten mit zwei Leuten noch Disney gespielt. Aber wir sind halt immer noch mal reingegangen. Boah. Aber es war wirklich so. Wir hatten zwei, drei Kämpfe, wo wir nicht disengaged haben, zu einem Zeitpunkt, wo es halt einfach angebracht gewesen wäre. Und dann waren sie bis unentschlossen. Weiß ich gar nicht, wie sie die Dings hatten. Das war meine Herren, ey. Unnötig spannend, das Spiel. Der Shadow Fiend hat gut gespielt. Und der Grimm auch. Von Dark Willow und Mars habe ich lange Zeit nichts gesehen. Aber was halt wirklich aufgefallen ist, dass sie nicht geschnallt haben, wann wir mal einen Kampf, wann man sich mal zurückzieht. Zum Glück sind Storm und Ember wirklich schlecht gegen Gebäude, das stimmt. Wenn das halt andere Cores gewesen wären, hätten die halt unsere Base zerlegt in ein paar Sekunden. Ein Klings zum Beispiel oder ein Shadow Fiend. Da haben wir echt Glück gehabt. Das war. Also der Anfang war richtig hart und dann haben wir zurückgekämpft und dieses Ende war ein bisschen unnötig. Vielleicht hätten wir irgendwie. Das Blöde ist, ich hätte nicht genau einen Timer genommen. Das mache ich halt viel zu selten von Roche. Den wir vielleicht ein bisschen besser abpassen können. Dass wir dann eher so reingehen, wenn wir noch 30 Sekunden haben. Aber es war ziemlich. Wenn wir reingehen, wenn wir noch ungefähr eine Minute Cooldown haben auf den Buybacks, dann ist nicht mehr kaum noch was übrig vom Aegis. Aber wir hätten es ein bisschen besser timen können und sollen, wenn man danach gesehen hat, wie es dann lief. Hier zum Glück ein richtig gutes Spiel. 67.000 Damage auch gehabt. Klings farmt halt nicht so sehr, dann ab einem bestimmten Punkt. Das ist so ein bisschen der Nachteil, muss man gucken, ob man das ein bisschen besser hinkriegt. Aber ich hatte einen sehr guten Start. Mit 10 Minuten Marke, so 4.500 rum. Und der Pango hat nicht viel gehabt. Konnte ich ganz gut kontrollieren, auch wenn ich ein paar Mal irgendwie Quatsch gemacht habe. Gerade in der ersten Creep Wave habe ich echt viele Last Hits verpasst, weil ich mich verskillt habe und dann die Attack Animation so schlimm ist vom Klings am Anfang. Das hat wirklich, wirklich ätzend. Aber dann konnte ich einigermaßen gut snowboarden, als ich das Diffuser Plate hatte.
Man muss so ein bisschen den Zeitpunkt abpassen, wenn man so einen guten Start hat. Einerseits muss man so ein, zwei Key-Items bekommen, idealerweise, und so ein bisschen das ausnutzen, dass man gerade so einen, vielleicht einen guten Farm hat und so weiter. In diesem habe ich noch den T1 mitgenommen. Aber auch gleichzeitig dann gucken, wenn man mit dem anderen Team, mit dem Rest des Teams so zusammenfällt und so auf die Mütze bekommt, wie wir es halt leider bekommen haben, dass ich dann rechtzeitig irgendwann meinen Vorteil nutze und schaffe, mit meinem Networth was zu machen auf der Map. Und das immer so, diesen Zeitpunkt genau zu finden, ist manchmal nicht so leicht. Man sollte nicht zu früh Rotations machen, sonst verliert man seinen Vorteil, ohne richtig was rauszubekommen. Nicht zu spät, sonst hat man vom Vorteil nichts, wenn irgendwie das andere Team schon völlig kaputt ist. Ich habe übrigens fast zu spät gemerkt, dass mein Buyback wieder auf Cooldown war. Das hätte auch nicht so einen Unterschied gemacht. Ich habe mich, glaube ich, zurückgekauft, als 9 Sekunden noch auf der Uhr waren. Aber ich hätte mich ein paar Sekunden früher zurückkaufen können. Und es hätte vielleicht wichtig sein können. Also ich war auch teilweise unkonzentriert in dem Spiel, weil wir halt irgendwie so 5 furchtbare Spiele vorneweg hatten. Was teilweise zum Spielen wirklich anstrengend ist. Ich merke das wirklich jetzt auch. Der Stream ist jetzt schon eine halbe Stunde überzogen. Aber ist auch ganz gut so, dass jetzt, Schluss ist. Weil ich ganz schön kaputt bin. War ein anstrengender Tag, anstrengende Spiele. Ich hoffe, es geht mir langsam wieder mal bergauf, weil ich finde das sehr, sehr mühsam. Also das Spiel jetzt nicht. Das Spiel war jetzt auch ein bisschen anstrengend, weil die so einen guten Start hatten. Aber wir haben trotzdem vernünftig wenigstens als Team größtenteils zusammengespielt. Man spielt nie fehlerfrei. Und es waren viele unnötige Sachen dabei. Aber insgesamt war das halt echt okay, das Spiel. Aber heute 4 Spiele oder 5 Spiele am Stück davor, dann eigentlich für die letzten 2 Wochen sind zum größten Teil ganz, ganz miese Spiele. Und das finde ich anstrengend zum Spielen. Das ist sehr belastend, nenne ich es mal. Deswegen drücken wir die Daumen, dass es demnächst wieder besser wird. Dass man halt nicht so mühsam spielt, dass man halt einfach sich auf seine Rolle konzentrieren kann und nicht für das halbe Team irgendwie mitdenken und mitschauen. Weil dann kann man sich auch weniger auf den eigenen Helden konzentrieren, als wenn man halt schön davon ausgehen kann, dass der Rest gut spielt. Und man schaut nur so, okay, was mache ich denn? Also, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.